Angst als permanent vorherrschende Emotion verhindert zweifellos die eigene Weiterentwicklung. Aber kann Angst, die in Form eines kurzen Schocks auftritt und Menschen aus ihrem Alltagstrott herauswirft, eine akzeptable oder sogar nützliche Maßnahme darstellen, um einen Weiterentwicklungsprozess loszutreten, speziell wenn diese Menschen sich in einem starren Glaubenssystem festgefahren haben? Oder ist Angst immer schlecht für unser Wachstum, egal in welcher Form sie in unser Leben tritt? Okay, that depends on whether we're looking at it short term or long term. If we look at it in Das the hängt davon long ab, ob term, es sich um kurzfristige oder then um langfristige fear Angst handelt. is always a Längere negative Angstzustände sind aus in the Sicht des big großen picture Ganzen long immer term, but that negativ. does not mean that Unter in the speziellen short term, Umständen und wenn die Angst nur kurzfristig auftritt, kann sie einen Schubs in Richtung in some Weiterentwicklung particular darstellen. circumstance that some that fear can't be a push in the direction of more growth. Now here's an example of that. Somebody's going Ein along Beispiel with a dafür wäre, wenn jemand ein besonders oberflächliches Leben führt, in dem nichts wirklich zählt, außer wie viel Geld man verdient, wie viele Spielsachen man sich dafür kaufen kann und wenn diese Person auch nicht besonders mitfühlend mit anderen Menschen ist. In diesem Fall bekommt die Person vielleicht Krebs und ihr wird gesagt, dass sie nur noch 8 Monate zu leben hat. So etwas verändert schlagartig das komplette Weltbild. Suddenly that changes their whole worldview. That's fear. They have this fear now. Plötzlich tritt die Angst vor dem Tod ins eigene Leben and that und fear bringt die of Person death dazu, alles bisher Erlebte neu zu makes them bewerten. reevaluate Plötzlich ist der ganze angehäufte everything. Krempel Suddenly, nicht mehr so wichtig und Beziehungen gewinnen an The Bedeutung. relationships start to Man sieht become auf more einmal important. Aspekte, die They start to wirklich über see, langfristigen Wert verfügen, things anstatt that sich are nur actually für have a oberflächliche long-term Ego-Werte zu real value begeistern. rather than just kind of shallow ego value. So is that fear beneficial? Ist Well, diese Angst it is förderlich? Ja, unter diesen Umständen schon. Die Todesangst ermöglicht ein Überdenken des Wertesystems, weil sie eine neue Sichtweise eröffnet hat. Aber wäre es gut, wenn alle Menschen mit der Angst leben würden, in 8 Monaten zu sterben? Nein, vermutlich nicht. Ein Massenphänomen, bei dem alle Menschen mit so einer Angst leben, wäre auf lange Sicht gesehen nicht gut. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Wenn mehr Angst in unser Leben tritt, führt das zu weniger Liebe. Fear is the opposite of love. As we have more fear in our lives, we tend to have less love in our lives. But can fear, kann Angst ein Katalysator für Wachstum sein? Ja, vor allem, weil sie ernüchternd auf Menschen wirkt. Angst bewirkt, dass Menschen die Dinge nicht länger nur oberflächlich betrachten. Sometimes it's sobering, makes people look at things more than superficially. In engem Zusammenhang dazu habe ich eine Anschlussfrage. Denn als ich mir über die Existenz einer umfassenderen Realität bewusst geworden bin und versucht habe, über diese Dinge, die ich auf einmal wahrgenommen habe, mit anderen zu reden, da musste ich feststellen, dass sie davon gar nichts wissen wollen. Diese Erfahrung führt mich zu folgender Frage. Eine bestimmte Wahrheit mag auf den ersten Blick Angst machen und somit einer Weiterentwicklung entgegenwirken. Das Ignorieren dieser Wahrheit hingegen könnte zu noch größerem Schaden führen, weil dieses Verhalten zu zunehmend gefährlicheren Lebensumständen führt. Welche Aspekte sollten in diesem Dilemma Berücksichtigung finden? Okay, your experience is a very common experience. Most people are not interested in big pictures. Die von Ihnen beschriebene Erfahrung ist völlig normal. Die meisten Menschen sind nicht an größeren Zusammenhängen und tiefgründigen Gedanken interessiert. Die Mehrheit ist damit zufrieden, in einer oberflächlichen Kultur von Konsumterror, Materialismus und Religion zu leben. Diese Menschen wollen sich ihr Weltbild nicht erschüttern lassen, weil sie mit ihnen gut leben können. Wenn man versucht, solchen Menschen größere Zusammenhänge zu erklären, wollen sie dafür nichts hören, weil diese Zusammenhänge im Widerspruch zu ihrem Glaubenssystem stehen. Fragen wie, was bringt mir das oder warum sollte ich mich damit beschäftigen, machen vor dem Hintergrund eines Wertesystems, in dem es im Wesentlichen darum geht, mehr Geld und Sachen anzuhäufen, keinen Sinn. Am besten geht man dieses Problem an, indem man wahrnimmt, dass sich jeder Mensch auf einem unterschiedlichen Entwicklungsstand der Bewusstseinsevolution befindet. Die meisten Menschen machen das Bestmögliche mit ihren Fähigkeiten. Diese Menschen sind auch nicht bereit für gewisse Informationen. In other words, these people aren't ready yet. If you want to push them,
Wenn man versucht, sie zu drängen, wenn man sie am Hemd packt, sie durchschüttelt und sagt, hör mir zu, was ich zu sagen habe, ist wichtig. Du führst ein oberflächliches Leben und du musst die größeren Zusammenhänge verstehen. Dann ist alles, was man durch solches Verhalten erreicht, dass die Bereitschaft zuzuhören noch geringer wird, als sie vorher schon war. Diese Menschen ziehen sich dann in ihr Glaubenssystem und ihre Komfortzone zurück und entfernen sich dadurch noch mehr von einem. You actually are making the situation worse by trying to wake them up by throwing cold water in their face. Mit dem Versuch, andere aufzuwecken, indem man ihnen kaltes Wasser ins Gesicht spritzt, macht man die Situation also nur schlimmer. So ein Erzwingen wollen führt nur dazu, dass diese Personen sich darüber ärgern, dass man sie nass gemacht hat und ihnen deshalb jetzt kalt ist. Man muss Menschen an dem Punkt abholen, wo sie sich gerade in ihrer Entwicklung befinden. Wenn sie also ein bestimmtes Glaubenssystem angenommen haben, muss man sie dort abholen und ihnen einen kleinen Schritt aufzeigen, der sie zum Nachdenken bringt. Dann sollte man ihnen erstmal etwas Zeit geben, vielleicht sogar ein paar Monate, um an dem aufgezeigten Schritt für sich alleine zu arbeiten. Wenn sie dann soweit sind und sich trauen, den Schritt zu gehen, dann merken sie, dass es da vielleicht mehr gibt als nur diesen einen Schritt. Und dann kann man ihnen wieder etwas zum drüber nachdenken mit auf den Weg geben. Das ist etwas anderes, als jemandem einfach die eigene Wahrheit um die Ohren zu hauen, denn das führt nur zur Entfremdung. Voraussetzung ist natürlich, dass jemand ein Eigeninteresse entwickelt, diese kleinen Schritte auch zu gehen. Dann kann man gemeinsam Fortschritte erzielen, und das ist eine sinnvolle Sache. Wenn jemand allerdings nicht dazu bereit ist und man versucht, ihm die kleinen Schritte aufzuzeigen und dies mangels Interesse aber nicht funktioniert, dann muss man so jemand in Ruhe lassen. Jeder Mensch kann sich nur dann weiterentwickeln, wenn er dazu bereit ist. Man kann niemanden zum Lernen zwingen. All learning has to occur from the inside out. It occurs inside the center of that person. Alles Lernen muss aus innerem Antrieb heraus geschehen. Wenn der innere Antrieb fehlt, kann man sich den Mund fusselig reden und es führt zu nichts. Denn gegen Überzeugungen kommt man mit rationalen Argumenten nicht an. Menschen glauben nicht, was sie glauben, weil sie etwas auf intellektueller Ebene für richtig befinden. Wenn das so wäre, könnte man einen streng gläubigen mit schlagkräftigen Argumenten umstimmen. Der Grund, warum intellektuelle Argumente einen streng gläubigen nicht von seinem Glauben abbringen können, liegt darin, dass sein Glauben nicht intellektuellen Ursprungs ist. Das ist ein Glauben, der auf Gefühlen basiert. Ein Gläubiger glaubt innerlich zu wissen, wie die Zusammenhänge sind, und er hat Angst davor, dass er damit falsch liegt. Seine Überzeugungen sind die Grundlage seiner Lebensführung, und wenn mit diesen Überzeugungen etwas nicht stimmt, oder er seine Zeit mit etwas Sinnlosem verschwendet, will er davon nichts wissen. Solches Verhalten basiert auf Angst. Man sollte einfach das Bestmögliche machen, um anderen in ihrer Entwicklung zu helfen. Vorträge zu halten ist meist keine gute Idee, es sei denn, man weiß, dass die meisten Anwesenden soweit sind, sich weiterzuentwickeln. Man nimmt sich Zeit für Interessierte und lässt sie in Ruhe, wenn man merkt, dass sie noch nicht soweit sind. Menschen sind individuell ganz unterschiedlich. Dem einen gibt man eine kleine Anregung und er will sofort mehr wissen. Anderen kann man mit so viel Geduld wie möglich begegnen, aber es hilft einfach nichts. Die Mehrheit gehört leider der letztgenannten Gruppe an. Diese Menschen haben sich in ihrem Glaubenssystem verschanzt und es ist sehr schwer, ihnen zu helfen, größere Zusammenhänge zu erkennen. And they're very difficult to tell them or to help them see a bigger picture. Wenn diese spirituellen Konzepte zur Natur unserer Realität langsam mehr Interesse bei den Menschen wecken und sich immer mehr damit beschäftigen, dann arbeiten sich diese Konzepte dadurch aus dem Randbereich unseres Weltbilds in die Mitte vor. Dadurch werden immer mehr Menschen für diese Ideen gewonnen. It will begin to win over these people. Es gibt diesen Effekt des 100. Affen, der besagt, dass wir Konzepte auf nicht kausale Weise miteinander teilen. Also, dass sie sich verbreiten, ohne dass wir darüber reden müssen. Unser Verstand ist mit dem Verstand anderer Menschen vernetzt, denn wir sind im Grunde alle Bewusstseinseinheiten, die Teil eines kollektiven Bewusstseinssystems sind. Umso mehr Menschen aufgewacht sind, umso leichter wird es für andere auch aufzuwachen, weil sie es auch auf nicht kausalem Weg von den bereits Aufgewachten aufschnappen. Da kommen wir wieder zurück zu dem Thema neuer Ideen und wie sie sich vom Randbereich in die Mitte vorarbeiten. Die Idee muss einfach wertvoll und nützlich genug für die Menschen in der Mitte sein, damit sie sie aufgreifen und annehmen. Das kann ein langsamer Prozess sein, aber nur weil der Prozess langsam ist, bedeutet das nicht, dass wir nicht weiter versuchen sollten, unseren Teil dazu beizutragen.
Den besten Beitrag, den man zur Entwicklung anderer Menschen leisten kann, ist, sich selbst weiterzuentwickeln. Am besten, man wird selbst zum Vorbild dafür, was es bedeutet, liebevoll und voller Mitgefühl zu sein. Denn dieses Vorbild wird mehr Menschen auf der Ebene von Bewusstsein zu Bewusstsein für eine Änderung ihres Verhaltens gewinnen, als man das je durch intellektuelle Argumente erreichen könnte. Es wäre sehr hilfreich gewesen, die Zusammenhänge, die Sie gerade erklärt haben, vor ein paar Jahren zu kennen, als ich selbst aufgewacht bin. Aber ich habe das alles durch Erfahrung herausfinden müssen. Ja, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Menschen können dieses Wissen mit einem teilen und manchmal ist das sogar hilfreich. Voraussetzung ist, dass man bereit ist, zu lernen. Man wird zum Suchenden, wenn man merkt, dass das eigene Glaubenssystem eben nicht alle Antworten für die existierenden Probleme liefert und man die Lücken im eigenen Glaubenssystem wahrnimmt. Man sucht dann nach Antworten und wird aufgeschlossener für Neues. Dabei kann man sich durch viel Material durcharbeiten, das auch keine Antworten liefert und es braucht Zeit, das alles auf seine Nützlichkeit hin zu bewerten. Diese Bewertung muss aber jeder für sich selbst machen. Wenn jemand in dem Moment parat gestanden hätte, wo man bereit war, sich für Neues zu öffnen und gesagt hätte, ich kenne alle Antworten, ich sage dir jetzt einfach, was du machen musst, dann hätte einem das zwar Informationen bereitgestellt, die man sich anschauen könnte, aber man kann nicht die Wahrheit eines anderen einfach als eigene Wahrheit übernehmen. Solange etwas nicht durch die eigene Erfahrung verifiziert ist, kann es nicht zur eigenen Wahrheit werden und bleibt ein Glaube. Wenn also jemand kommt und einem sagt, ich erkläre dir jetzt, was du für wahr halten solltest, dann ist das nicht hilfreich.